Ein Spiel aus der Liga steht auf dem Plan. Und Ihre Kommentatoren sind heute Frank Buschmann und Manny Breukmann. Die heutige Begegnung Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln. An die Arbeit, Freunde. So sieht das der Trainer gern. Castro. Kiesling. Muss Einwurf geben. Die Partie wird mit dieser Abseitsentscheidung unterbrochen. So, jetzt überlegen Sie doch mal, möchten Sie in so einer Situation der Entscheider, der Schiedsrichter sein? Der Assistent, der macht alles richtig. Er hebt die Fahne. Gutes Auge. Anthony Uja. Und nun Matthias Lehmann. Hector. Bellarabi. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Kevin Vogt. Und nun Matthias Lehmann. Kiesling. Ja, entscheidet auf Einwurf. Jungmin Son. Super Flanke. Das muss Freistoß geben. Und das wird gefährlich für das gegnerische Tor. Freistößen, da streichelt er das Leder. Da ist die Mauer kein Thema für ihn.
Und wie immer gibt es hier die Wiederholung des Treffers. Ein fantastischer Freistoß, direkt verwandelt. Unglaublich. Besonders natürlich noch in der Wiederholung. Für solche Momente, da lieben wir den Fußball. Und hier nochmal das Tor aus anderer Perspektive. Daniel Halfa. Buja. Ja, er spielt den Ball nach draußen. Kevin Vogt. Kiesling. Wir sehen Bayer Leverkusen, das ist ein Team, das im Verlauf der letzten Jahre immer um die europäischen Plätze mitgespielt hat. So ist es, die Werkself für die Mannschaft. Kiesling, den haben schon viele drin gesehen. Aber der Torhüter war mit einem unglaublichen Reflex noch da. Gibt Einwurf. Castro. Bellarabi. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Son! Und Tor. Klasse Tor, ein Traumtor, ein irres Tor, ein sensationelles Tor. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Pass raus auf den Flügel. Jetzt greift er ihn an. Anthony Uja. Und jetzt hat er die Chance zu flanken. Gutes, schnelles Passspiel. Kevin Vogt. Hector. Das sieht gut aus. Der könnte passen. Er trifft nicht. Jungmin Son. Balleroberung im Mittelfeld. Kevin Vogt. Hector. Kevin Vogt. Hector. Kevin Vogt. Jetzt hat er die erste Halbzeit abgepfiffen, der Schiedsrichter. Es steht 2:0.
Ein Derby mit einer ganz knappen Führung zur Pause. Ich traue mich nicht zu sagen, wie es ausgeht. Ja, aber diese Führung gibt natürlich Selbstvertrauen und leichter Vorteil schon bei dem Team, das in diesem engen Duell vorne liegt. Der Schiedsrichter pfeift die Partie an. Die zweite Halbzeit läuft. Udja. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Castro. Er hat ihm den Ball ja förmlich vom Fuß gestohlen. Alle Achtung! Jungmin Son. Lars Bender. Castro. Die verstehen sich blind. Castro. Bellarabi. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Udja. Brečko. Ganz sauber den Zweikampf geführt und dem Gegner den Ball abgeluchst. Muss Einwurf geben. Jetzt wechselt der Trainer hinaus und das hat sich ja angebahnt. Denn heute konnte er nicht wirklich überzeugen, oder? Nee, das war heute nicht sein Tag. Aber das musst du als Profi wegstecken, das musst du abhaken und im nächsten Spiel, wie sagt man immer so schön, munter putzen und weiter. Castro. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Pesco. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Brečko. Kevin Vogt. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Wahrlich keine schlechte Hereingabe, aber der Gegner, er hat aufgepasst. Einwurf. Ja, schauen wir mal, da wird ausgewechselt. Bellarabi. Herrliche Flanke. Matušić. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Mavraj. Kevin Vogt. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Kevin Wimmer.
Das Bender. Bellarabi. Simon Rolfes. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Und er trifft! Das hat man auch selten. Sie hören einfach nicht auf mit dem Toreschießen. Ja, und das sehen wir hier nochmal ganz deutlich, eine Zweiklassengeschichte heute hier, dieses Fußballspiel. In dieser Partie kann man reinen Gewissens von einer einseitigen Begegnung sprechen. Nochmal die Führung ausgebaut. Ja, das sieht langsam düster aus für die Mannschaft, die zurückliegt. Kevin Wimmer. Viele haben drauf gewartet. Viele werden ihn verfluchen. Den Pfiff des Schiedsrichters, der dieses Spiel beendet. Jetzt hauen sie aber hier so richtig auf die Pauke beim Sieg im Derby. Ja, und das ist ja gerade für die Fans immer etwas ganz Besonderes, etwas Wichtiges. Morgen früh beim Bäcker nicht gehänselt werden. So, liebe